Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal endlich wieder aus dem nordfriesischen Marschprojekt Vierfach. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich. Ja, ihr werdet euch bestimmt fragen, warum bin ich jetzt so lange, habt ihr von dem Projekt nichts gehört? Ja, das liegt daran, damit sehr viel Arbeit in das Challenge-Projekt fließt und das viermal in der Woche kommt. Und ja, jetzt habe ich aber eine kleine Info für euch, und zwar wird die Woche kein Challenge-Projekt kommen, denn wir haben ein Problem mit unserem Server. Ich komme zwar drauf, aber der Herr Kollege kommt auch drauf, aber wenn wir drauf sind, dann haben wir eine Serververbindung und eine Millisekunden des Todes. Und ja, wir sind gerade schon dabei, an einer Lösung zu arbeiten, aber das dauert ja noch länger, und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann euch die Woche nicht ohne Video lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe euch wieder was von der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Jo, dann schauen wir mal, wo wir da vor ein paar Monaten stehen geblieben sind. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem das Video. Und jo, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe schon ein bisschen wieder reingeschaut im Spielstand. Jo, wir haben da das letzte Mal noch Unkraut entfernt, oder was wir gemacht haben. Und das kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Und jo, inzwischen gibt es ja schon Infos zum LS22 und so weiter. Und jo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was wir noch zu machen haben. Und zwar schaut wie folgt aus. Das wird wahrscheinlich gedüngt kern. Schauen wir gleich mal. Uiuiui. Oder wie schaut's denn aus? Jo, nehmen wir mal den Akkus da. Da werden wir mal schauen, was mit dem ist. Ob da was zum Düngen ist. Und wie es mit den Feldern ausschaut. Und jo, schauen wir gleich mal weiter. Ganz vielen lieben Dank für euren Support. Das freut mich, damit euch meine Videos gefallen. Das habe ich letztens unter die ganzen Challenge-Videos gesehen. Und vielen lieben Dank für eure ganzen Likes und so. Und ja, einfach vielen Dank für euren Support. Ihr seid einfach die geilste Community. Und übrigens, nicht vergessen, jeden Freitag um 19 Uhr circa bin ich live auf Twitch. Link dazu ist in der Infobox. Und ja, du kannst gerne mal vorbeischauen, wenn ich live bin. Und ja, das würde mich dann freuen, wenn ein paar Zuschauer bei mir da sind. So, dann düngen wir da schnell einmal. So, dann müssen wir dort noch das Gras wegmachen und den Fermenter bringen. Und dann passt das dort. Dann müssen wir schauen, was da die Felder machen. So, dann. Und das kann eigentlich der Helfer machen, oder? Wart der von allein? Ah, der macht das wieder grauenhaft. Und ja, machen wir das schnell selber. Machen wir 20 km/h, das geht schon. So. Ah, endlich wieder mal auf der Nordfriesischen Marsch unterwegs. Schauen wir gleich mal weiter, was wir noch so zu machen haben. So, dann schauen wir gleich mal. So. Dann müssen wir noch das Gras schwadern und aufsammeln und den Fermenter bringen. Dann schauen wir gleich einmal weiter. Oh, das wollten wir eigentlich häckseln, den Mais. Und ja, Arbeit haben wir eigentlich genug schon wieder. Und jo, am Freitag kommt wahrscheinlich wieder einmal nach langem ein anderes Video von einer anderen Map. So.
Geht sich schön aus, wenn man in der Mitte fährt. Jo, geht sich aus. So, mittlerweile gibt es hier schon Koppets vor, also den gehäckselten Stroh. Das gehäckselte Stroh als erste Düngestufe. Das gibt es jetzt seit ab einer Woche, glaube ich, ist es im Mod-Hub verfügbar. Die coolen Sachen kommen immer, eigentlich immer leider zum Schluss. Wir warten ein paar Runden, es liegt. Okay, da kann man nichts mehr drücken. Lass mal den einmal stehen da. Schauen wir da einmal. Oh Maria, was ist noch passiert? So, dann schauen wir mal da weiter. So, schau mal. Lass mal den Helfer da machen. So, dann fangen wir ganz oben an, damit wir den Herrn Kollegen nicht im Weg sein. Aufsammeln. Jo. Wenn ihr noch Ideen habt, was man noch im Line-Center machen könnt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder was ich noch echt sagen soll, welche Spiele, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und jo. Dann geht sie gerade so aus. Und ja, jetzt dahin. Können wir gleich schließen. Und ja, schreibt gerne mal eure Meinung zum Wetter in die Kommentare, wie es bei euch so ausschaut. Bei mir ist gerade Sonne und Wolken, also bewölkt leicht. Dann ist wieder Sonne. Und was, wie bei euch so die Temperaturen sein, weil bei mir ist es wie im Herbst auch gerade in der Früh. Und ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und jo, guck mal, auch gleich wieder voll, 95%, 33.000 Liter knapp. Jo, die letzten paar Meter geht sich natürlich wieder nicht aus, das waren wieder zu viel eingeschlagen. So, dann kippen wir das wieder im Ferment an. Dann schauen wir wahrscheinlich bei den Tieren wieder mal vorbei. Und dann geht es eigentlich eh schon wieder dahin. Schaut es bei den Tieren aus. Hülle 12.000 Liter, Milch haben wir nichts. Mist 8. 180 Liter Schweine. Jo. Jo, Mais müssen wir dann erst ernten. Oder häckseln, besser gesagt. Und ja. Was haben wir da eigentlich an Kredit auch noch bei dem? Ja, 155.000, das werden wir aber bald einmal zurückzahlen dann. Und ja, dann geht es eh schon wieder dahin. Schon wieder los mit dem Aufsammeln. Und ja, das geht dann schnell. So, dann fahren wir da nochmal. Und einen schönen Fendt 7420 Black Beauty. Und ja, so geht es dann dahin. So. Geht sie genau nicht aus. Jo, der Herr Kollege ist fertig. Werden wir gleich schauen, ob er fertig ist. Und jo, dann. Wow, so wird das wieder nicht mitnehmen.
wahrscheinlich Striegel. Und ja. Dann können wir es mal wieder gehen. So, dann sammeln wir die letzten 5 Bahnen oder was wir noch haben. Ja, genau. Was ist? Dann haben wir in der Folge auch schon wieder ein bisschen was auf dem Spielstand geschafft. Passt da. Und jo, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob wir wieder öfters auf der Map spielen sollen. Oder eher gesagt, nicht so viel. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jo, das Projekt mit der Challenge, das wird wahrscheinlich so im Sommer enden. Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an. Aber da kommt auch noch ein Special dazu. Und ja. Schaut natürlich beim LS-Profi gern vorbei. Und jo, Link dazu ist auch unten in der Infobox. Ein guter Kollege von mir. Korrekter Typ. So. So. Drei Bahnen noch, dann ist das fertig. Passt. So, Dele. Wenn man wahrscheinlich anstrillen, glaub schon. So. Haben wir es geschafft, gleich. So, und dann haben wir auch gleich. Wir wollen den Kollegen nochmal wegstellen. So. Der hat auch schon knapp 7 Arbeitsstunden drauf. 60 Kilometer knapp. Jo, der Kollege hat schon ein bisschen was getan für uns. So, dann schnappen wir uns ja im Fend. Irgendwann die letzte Bahn noch aufsammeln da. Jetzt strecke ich mal wieder unten nieder und dann passt schon. So, da la. Wahrscheinlich wieder Ding. Ja, gleich schauen. So, dann stellen wir den einmal um zum Hochdruckreiniger, der braucht ein bisschen wieder Pflege und Wartung. Und dann werden wir wahrscheinlich auch gleich. Falscher Knopf. Nein, ist da nichts mehr drin. Hoch, das sind 75, ah, ist egal. Da mal nochmal warten. Ja. So, dann ein bisschen Wartung. Reparieren. Da schon knapp 7 Arbeitsstunden drauf. So, jetzt noch ein bisschen den Hochdruckreiniger sauber machen, aber dann war es das auch schon wieder. So. Jo, dann haben wir das auch geschafft.
So. Ist das wieder sauber? Sage ich nur. So, meine lieben Freunde, dann würde ich mich verabschieden von euch und sagen, das war's mit der Folge. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Einen netten Kommentar schreiben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.